Jahrzehntelang war die Helgoländer Börte das sicherste Transportmittel in Deutschland und bedeutete Millionen von Gästen ein ganz besonderes Erlebnis in der Seefahrt. Denn das gab es nur hier auf der Nordseeinsel Helgoland. Das Aus- und Einbooten vom Schiff zur Insel und wieder zurück. Kaum erreichte eins der Schiffe die Reede vor Helgoland, da schwärmten sie aus wie fleißige Bienen und schafften routiniert und enorm schnell Tausende von Reisenden sicher auf die Landungsbrücke am Roten Felsen. Zu den Hochzeiten in den 70er Jahren des vorherigen Jahrtausends konnte es schon mal 8.000, an Spitzentagen bis zu 12.000 Menschen sein, die hin und auch wieder zurück befördert werden wollten. Und das möglichst fix, da sie genügend Zeit für ihren Rundgang, die Einkäufe und möglichst auch noch für ein gutes Essen haben wollten. Die Börte hat dies über die Jahrzehnte zuverlässig geleistet, bei gutem wie schlechtem Wetter. Wenn die Schiffe fuhren, waren selbstverständlich die Börteboote da. Und damals waren die Dampfer noch bei ganz anderen Windstärken als heute unterwegs. Davon kann bestimmt manch Reisender aus jener Zeit seine Dönsches erzählen. Alle, die zu jener Zeit mit einem Schiff der Seebäderflotte gefahren sind, kennen das. Wenn besonders bei Seegang die Kante des Börtebootes nach unten verschwindet und dann wieder oberhalb der Kante der Ausstiegsluke liegt. Besonders den Neuling überkommt dann ein mulmiges Gefühl, wie er nun auf dieses schwankende Boot hinübergelangen soll. Man steht in einer langen, dichten Schlange, doch es geht erstaunlich fix voran. Ehe man sich versieht, steht man an der Lukenkante und ehe man einen Gedanken fassen kann, haben einen von beiden Seiten starke Arme gepackt und schwupps steht man auf der anderen Seite und bekommt Anweisung, wo man sich zu platzieren hat. Mit Glück im Sitzen, ansonsten im Stehen. Die Entwicklung der Börteboote ist eng mit der Geschichte des 1826 gegründeten Seebads Helgoland verbunden. Damals gab es weder Südhafen und Landungsbrücke noch Schifffahrtstechnologie wie GPS, Radar oder elektronische Seekarten. Die ankommenden Schiffe mussten wegen des fehlenden Hafens, der Gezeiten und der teilweise rauen See vor Helgoland auf Reede liegen. Damit begann die wichtige Rolle der Börteboote. Sie garantierten nicht nur den Personenverkehr zwischen Schiffen und Insel, sondern transportierten auch die Post und jegliche Art von Waren. Wer kann sich das heute noch vorstellen? Anfangs mussten die Badegäste von einem Fallreep in ein gerudertes Börteboot umsteigen, doch bei günstigem Wind konnte sogar gesegelt werden. In der Regel ruderten 6 Helgoländer ein Boot. Gab Schiedwetter, wurden bis zu 12 Ruderer benötigt. In den ersten Jahren wurden die Gäste die letzten Meter tatsächlich zum Strand getragen. Ein Fortschritt bedeuteten ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Anlandung mit Stegwagen. 1869 wurde die Landungsbrücke gebaut. Die Stegwagen wurden trotzdem noch bis nach dem Ersten Weltkrieg benutzt. Es gab damals schon Pläne des Gemeinderats, die Landungsbrücke für Dampfer auszubauen und das Ausbooten überflüssig zu machen. Doch es kam nicht dazu. Auch als die beiden großen Reedereien Norddeutscher Lloyd und Harpak 1905 den Antrag stellten, die Landungsbrücke für Schiffe zu erweitern, wurde dies mit Rücksicht auf die Börteboote und ihre Betreiber abgelehnt. Der Reeder Albert Ballin regte bereits 1894 an, die Börteboote mit Motoren auszurüsten. Die Gemeindevertretung entschied sich aber nur zu Schleppdampfern für die Dünenfähre, die sich allerdings überhaupt nicht bewährten.
1909 wurden die Börderboote dann doch mit Motoren versehen. Der heutige Typ des Börderbootes wurde erst ab 1952, dem Jahr der Wiederbesiedlung Helgolands nach dem Zweiten Weltkrieg, gebaut und erledigte in den ersten Jahren zunächst den Personen- und Warentransport von den Seebäderschiffen zur Düne und nach Wiederherstellung der Landungsbrücke dann direkt zur Hauptinsel. Das Besondere an den Helgoländer Börderbooten seit 1952 bleibt die für Holzboote im Grunde ungewöhnliche Bauweise. Die oberen Plankengänge, meistens die ersten vier vom Sylrand nach unten, sind in Klinkerbauweise, also überlappend, befestigt, während das Unterwasserschiff in Kravellbeplankung ausgeführt ist. Hierbei liegen die Planken Kante an Kante. Die üblicherweise aus Eichenholz gefertigten Boote haben ein Gewicht von an die 8 Tonnen bei einer Länge von bis zu 10 Metern und einer Breite von etwa 3 Metern. Dieses Gewicht muss bewegt und dabei auch noch sehr gut manövriert werden können. Von daher werden sie mit starken, innenliegenden Dieselmotoren mit bis zu 180 PS angetrieben. Diese Kraft ist aber auch erforderlich, um beim Ein- und Ausbooten mit bis zu 50 Gästen an Bord sicher und stabil auch durch die oft hohen Wellen zu manövrieren. Alle Börderboote sind voll hochseetauglich und können selbst bei über 3 Meter Welle sicher gefahren werden. Manch Gast wird sich daran erinnern. Man wird halt ein wenig nass. Aber wie immer wieder betont wird, die Helgoländer Börte, also das Aus- und Einbooten der Fahrgäste von und zu den Seebäderschiffen, gehört zu Deutschlands sichersten öffentlichen Verkehrsmitteln. Über die Jahrzehnte wurden mehr als 45 Millionen Menschen unfallfrei zum Ziel gebracht. Sie mussten auch hochseetüchtig sein. Denn neben der wichtigen Rolle als Transportmittel und den Einsätzen im früheren Lotsendienst fuhr man mit ihnen, egal ob bei Wind und Wetter, zum Fischfang auf offene See. Das Wort Börte wurde wahrscheinlich aus der Flussschifffahrt übernommen, denn Rheinschifffahrt nannte man zum Beispiel auf dem Rhein Börd. Daraus wurde Börd-Schifffahrt. Es bedeutete einfach an der Reihe zu sein. Auf Helgoländisch Ich bin ohne Bärd heißt Ich bin jetzt dran. Einige der Rudder, wie sie auf Helgoländisch heißen, hatten um die Jahrtausendwende bereits meist um die 40 bis 50 Jahre auf dem Buckel. Doch wer solch ein Boot besaß oder besitzt, pflegte und pflegt es selbstverständlich entsprechend. Zu den besten Zeiten waren nahezu 40 Börderboote auf der Insel beheimatet. Heute sind nur noch wenige vor Ort zu finden. Einige werden am Festland privat betrieben. Viele sind im wohlbehüteten Besitz von Mitgliedern des Vereins zum Erhalt der Börderboote, liebevoll restauriert und bereit für sehenswerte Auftritte innerhalb von großen Festivitäten wie das Hamburger Hafenfest oder die Sail im Bremer Hafen. Wer wissen will, wo sie zu sehen sind, kann sich über den Verein kundig machen. Viele dieser besonderen Schiffe wurden von der Hartecke-Werft in Freiburg an der Elbe gebaut. Die Werft führt während der Wintermonate auch heute noch die Ausbesserungsarbeiten an den meisten Booten durch. Thank you.
Auf zur Mittagspause, bevor der Reigen in anderer Richtung wieder losgeht. Die Besucher hatten in der Regel bis zu 4 Stunden Zeit auf der Insel. Die meisten Börteboote lagen zur Ruhezeit im Scheibenhafen, malerisch an der Hummerbudenzeile. Es war immer wieder ein großartiger Anblick, wenn die weiße Flotte auf Rede vor Helgoland lag. Schiffe wie die Roland von Bremen, Wappen von Hamburg, Funny Girl, Atlantis, Chlorkimming oder die Wilhelmshaven werden sicher noch vielen Gästen der Insel, aber auch Insulanern, in Erinnerung sein. An der Landungsbrücke unten beginnt bereits der Rücklauf. Diese Bilder vom Einbooten an der Landungsbrücke mögen einen Eindruck davon geben, welche Menschenmassen hier in kurzer Zeit effektiv und nahezu reibungslos befördert wurden. Es erlebt haben, dieses endlose Gewusel über die gesamte Landungsbrücke, das aber geschickt gelenkt wurde, damit jeder in das richtige Börteboot zum jeweiligen Dampfer kam. Die Landungsbrücke war entsprechend aufgeteilt und beschildert. Setzte man sich bequem auf den erstbesten Platz, wurde man sehr schnell angewiesen, entsprechend aufzurücken. Rau, aber herzlich. Das war und ist einer der wesentlichen Charakterzüge der Ur-Helgoländer. Doch, 50 gehen rein. Die ersten Schiffe verschwinden, geht der Betrieb emsig weiter. Schluss blieb die Wappen von Hamburg auf Rede. Der größte Dampfer der Weißen Flotte bediente die Helgoland-Route von 1984 bis 2007. Das Schiff hatte mit 4.438 Bruttoregistertonnen
eine Länge von 109,6 Meter und eine Breite von 15 Metern. Es bot auf 5 Decks mit 10 Salons Platz für 1.800 Passagiere. Mit 10.160 PS Leistung aus 2 MAN Dieselmotoren erreichte es eine Geschwindigkeit von 22 Knoten. Das entspricht etwa 40 Stundenkilometern. Außerdem verfügte die von Kennern liebevoll nur Wappen genannte über 4 Stabilisatoren und 2 Propeller. Und war mit dem blauen Band der Helgoland-Flotte ausgezeichnet. Aber das ist eine andere Geschichte. Übrigens, am 25.09.2018 machten sich 10 Börteboote von Helgoland tatsächlich auf den weiten Weg nach Berlin, um die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis Immaterielles Kulturerbe der UNESCO zu beantragen. Im Dezember 2018 wurde die Helgoländer Dampferbörte schließlich ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Und nun endet wieder einmal ein ganz normaler Arbeitstag für die Börte in jenen Jahren. Aber es gab natürlich noch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel Angelfahrten, Inselrundfahrten oder das Aus- und Einbringen von Fischernetzen wie Hummerkörben. Die Besitzer der Börteboote waren während der Saison rund um die Uhr beschäftigt. Heute ist es wesentlich ruhiger geworden. Die Schiffe legen seit Corona im Hafen an, und da man sich erstmal daran gewöhnt hatte, blieb es dabei. Zumal inzwischen hauptsächlich Katamarane die Helgoland-Route fahren, die über keine Ausstiegsluke verfügen. Von der Weißen Flotte ist nicht viel übrig geblieben. Und das Ein- und Ausbooten ist inzwischen ebenfalls Geschichte. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne. Nimm uns mit, wohin es uns gefällt.